Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und wieder mal ein random SBB von Siri bestimmt. Ja, es haben ja sich einige Leute gewünscht, mal ein bisschen was anderes, Jungs. Deswegen habe ich entschieden, so zwischen der magischen Miesmuschel oder Siri. Das heißt, Siri bestimmt heute diesen Player-Pick. Ja, also das, weiß ich nicht, gab es glaube ich noch nicht so oft. Auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Idee, wie ich finde. Ich habe darauf mega Bock und ich hoffe, ich ziehe was Geiles und Siri sucht was Geiles aus. Oder Foki, was meinst du? Ja, also ich hoffe mal, dass der Siri da mal gönnt, anders als ich. Und ich hoffe doch mal, dass da was Geiles für dich rauskommt. Ja, also auf jeden Fall 92 plus ist ja das Ganze. Das ist ja nicht nur ein normaler Moments-Pick. Das Ganze ist hier 92 plus. Also sprich, dreimal kriegt man ja welche zur Auswahl. Wenn wir das Ganze mit der magischen Miesmuschel mal machen sollen, ja, das sehe ich mich eigentlich komplett, ne? Lasst einen Daumen nach oben da, Leute. 1500 Likes macht ihr da voll. Abo da lassen, ja, zweit, der es noch nicht gesehen. Ah, nee, wer es hier noch nicht gedingens hat, hat noch nicht abonniert. Ja, jeder zweite, der es nicht gesehen. Nee, warte mal. Jeder zweite, der es nicht sieht. Nee, warte mal. Nicht lost? Sprachen lernen. Jeder Zweite, der das hier sieht, hat noch nicht abonniert. So rum. Also wirklich, Jungs, lassen wir es gut sein. War schon wieder viel. Also wie gesagt, ich bin gerade am Vorproduzieren. Währenddessen liege ich gerade in Madeira irgendwo rum. Von daher, Grüße gehen da raus. Gut, also ich bin ready für den Pick. Okay, ich mache den Pick jetzt auf und gönn. Ach du Heilige. Wer sind die Spieler? Sag mal. Ballack Moments, Roberto Carlos Moments und Carlos Alberto Moments. Ist okay, ist eine gute Auswahl. Also ist absolut okay. Ist wirklich gute Auswahl. Okay, warte. Hey Siri, nenne mir eine zufällige Zahl zwischen 1 und 3. Zufällige Zahl zwischen 1 und 3 ist 1. 1. Ah, perfekt. Hey Siri, wirklich ohne Spaß. Also da kannst du jetzt schon wieder hier, das ist doch, weiß ich nicht. Also, ey, was für ein Irrenmann einfach. Das kannst du doch schon wieder nicht. Ey, Jungs. Nee, Ballack, ja, okay, Micha. Ey, Carlos wäre so geil gewesen, ne? Carlos Alberto auch. Ja, aber stimmt, also das ist auf jeden Fall das Allerschlechteste, das kenne ich ja, dass man das Allerschlechteste kriegt. Ja, na okay, ja. Nehmen wir den. Ich kauf den dann auch, Micha? Ne, den Spieler. Ja, und können wir so machen. Team. Ja, genau. Okay. Bauen wir uns darum, Teams, sehen uns gleich wieder und dann würde ich sagen, bis gleich. Perfekt, ja, Spieler sind aufgeschrieben, Teams gebaut und ich bin jetzt hier taktisch hervorgegangen, weil du kannst ja ein ZOM oder einen Stürmer da jetzt spielen, ne? Okay, also mein ZOM ist auf jeden Fall erstmal eine Flashback-Karte und zwar ist das der einzige wahre WM-Torschütze Mario Götze. Ja, mache ich noch als MS-Freunde und im linken Sturm habe ich passend dazu Malen nach Zahlen. Let's go, ich habe zwei MS-Karten aufgeschrieben und Götze zählt dazu, leider nicht, denn ich habe Benzema und Ancara Messi, der jetzt wechselt zu PSG wahrscheinlich. Jungs, also wo wir das hier gerade aufnehmen, sieht es wahrscheinlich danach aus, ne? Muss man sagen. Ich gehe mal rein, okay? Linke ZM neben Ballack. Du hast die ZMs aufgeschrieben, ne? Ja. Okay. Das wird nämlich eine rote Karte und zwar vom guten Thomas Mauler. Ich würde da erst mit sonst was anderem gehen, aber ich denke mal, die hat es aufgeschrieben. Und rechts geht's rein mit dem Team of the Season, weil Werder auch sehr, sehr interessante Karte. Wollte ich unbedingt mal testen. Wie ist das eigentlich? Ich habe Wijnaldum und Goretzka aufgeschrieben, das heißt, du kannst beide behalten. Oha, ey, wie knapp warst du bitte dran mit Bayern und Deutschland, meine ich? Perfekt. Ja, okay. Weil Deutschland war ja klar, dass da einer sein muss. Ich hätte mal lieber zwei Deutsche aufschreiben sollen. Aber knapp daneben ist auch immer noch vorbei, ja? Von daher machen wir weiter. So, Freunde, dann würde ich sagen, hier sind die nächsten drei Namen. Ich bin ziemlich sicher, dass ich einen getroffen habe, weil das war, glaube ich, nicht so gut gebaut von dir. Ja, also Jungs, ich hatte ebenfalls auch schon meine Gedanken gerade, aber alles gut. Ich gehe erstmal von rein, Stürmer, den hast du safe nicht, nämlich der muss da vorne die Tore machen und ich frage mich gerade, wo der sitzt. Ich glaube, auf der Bank, genau, der gute Kylian Mbappé, Team of the Season. Freue ich mich sehr, sehr drauf, den mal wieder zu spielen. Und dann geht's rein, links gleich mal mit einer weiteren Team of the Season Karte, ebenfalls aus der französischen Liga. Coman hatte ich da stehen, genau, ich hatte es im Home gebaut. Den guten Kingsley Coman und rechts vorne hatte ich den guten Ousmane Dembélé. Flashback. Krass, Hazard, Sané, Benzema, das heißt, du kannst alle behalten. Alter, ey, gut gelappt, Mann, let's go. Ich bin ganz woanders hingegangen. Also rechter ZDM ist bei mir eine Team of the Season Karte von Barcelona und zwar De Jong, ja. Im rechten Sturm habe ich Ansu Fati Future Star und im rechten ZOM habe ich eine stabile Karte namens Coutinho Flashback. Das wusste ich doch, guck mal her. Ja, also wenn du schon die 4-Triple-2 spielst, dein Lieblingsspieler Coutinho Flashback habe ich natürlich auch geschrieben mit dabei, der gute Messi und De Jong. Echt? 2 von 3, super Quote, oder? Mach mal einen ZTM in Keeper bitte. Mach mal. Ich habe da eine Idee, eine Vision. Wir machen weiter. Let's go.
So Jungs, wir sind angekommen. Bei den Außenverteidigern sind immer so mit die wichtigsten Positionen im SVB. Ich habe da zwei Leute aufgeschrieben und habe ein extrem gutes Gefühl. Das Ding ist, ich glaube, es ist jetzt sehr, sehr random. Ich habe als linken Verteidiger, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du ihn aufgeschrieben hast. Linker Verteidiger ist Chilwell, 97. Und rechter Verteidiger ist 91er Cancelo. Ja moin, okay, ich habe nichts gesagt. Bestes Gefühl wahrscheinlich, oder? Dest und Max habe ich aufgeschrieben. Ich habe irgendwie es mit den obvious wegen. Aber jetzt bin ich ja mal gespannt, wie die dann die letzten allerdings, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, also meinen sind auch, da hast du, sage ich, einen. Also einen wirklich ohne Spaß. Links, pass auf. Roussillon von den Wölfen. Ein schönes gut Kick erstmal in die Runde. Ich hoffe, der war nicht so ganz obvious, aber rechts war schon obvious, weil den ich jedes Mal nehme. Ich nehme nie Navas, sondern ich nehme jedes Mal Lucas Vazquez, Champions League Man of the Match. Ich habe Günther und Lorente aufgeschrieben. So muss doch das. Das höre ich gerne. Musik in meinen Ohren und Musik in meinen Ohren, wenn ist auch gleich, wenn ich hier Fullteam habe. Let's go. So, Freunde, also hier sind die nächsten drei Namen und ich glaube tatsächlich, ich habe kein Treffen. Also pass auf, ich gehe in der Premier League. Kann ich dir schon mal sagen, kannst entweder dein Boot jetzt entlasten mit deinem Arm oder entweder nicht. Und zwar, pass auf, Gomez. Das ist eine SBC-Karte, eine Momente-Karte ist das gewesen. Sehr, sehr nice auf jeden Fall gewesen. Ich wollte ihn mal wieder austesten, dann gehen wir rechts daneben. Walker-Inform war mit und meinen Lieblings-IV im ganzen Spiel, würde ich mal so sagen. Oder AV-IV, wie man es sagen will. Und hinten Pope-Info. Lacroix, Ramos, Courtois. Das heißt, du kannst alle behalten, Bro. Dann mache ich weiter. Krass, Full-Team. Ich habe im linken IV Gomez, den du auch hast. Im rechten IV habe ich Laporte, 95. Und im Tor habe ich Areola, Team of the Season. Och man, nimm doch Ederson. Was ist das denn, hä? Nee, ich habe aufgeschrieben den guten Diaz und Walker. Was hast du? Kannst alle behalten. Diaz, Walker und Ederson, kannst alle behalten. Oh, krass. Ich hab eigentlich gedacht, du wirst safe eintreffen. Aber gut, ich hab Bock aufs Spiel. Ja. Ich hab Bock, gleich ich kommt. Auch, Jungs. Also, gleich kommt hyperaktiver Fuki wieder im Spiel, sag ich euch. Jetzt geht's schon wieder los. Feuerrückzieher, Seitfallzieher und was weiß ich was. Jungs, wir sind in Game wieder. Ich hab Bock. Full Team. Abfahrt. Oh, Fernandes, der macht das sehr, oh sehr gut. Oh mein Gott, das war dein Keeper, ne? Ich muss mal ganz kurz ansprechen, das war dein Keeper. Meinst du, mein Nachwuchsspieler, Bronze? Der macht das gut! Oh. Ey, was macht der da? Hilfe! Steht vor, der geht einfach rein, ne? Die Nachwuchsspieler sind da. Oh, da sind wir. Da sind wir. Chipball auf Malen. Malen, mach das ich gut! Hab doch... Malen! Oh mein Gott, was habe ich da? Ich hab zu... Ein schöner, guter Annahme da von Malen. Mario. Mario Götze, Anzufati 1-0, das war zu schön gemacht. Weißt du, wann ich den gestern, Gomez hinten gestern, angesehen habe? Gestern hast du das gestern gemacht. Gestern noch, ohne hast Spaß, ich konnte es nicht verteidigen. Ich wusste, was du machst und dann wirklich Ciao Leben. Hey Bro, du hast ja gestern schon in der Bild-Zeitung gesehen, dass der Ball da hinkommen wird. Abseits. Let's go, kein Abseits, das ist rot. Schiri, greif hinten rein. Der greift hinten rein, guck mal. Der greift da hinten, guck mal hier. Was? Hier greift er rein, let's go. Ey, wie big, Mann. Let's go. Ist das schön. Das war nur beigespielt und außerdem war da noch seitlich ein Spieler, Alter. Schiebung. Also Micha Ballack, will ich ja nur mal ganz kurz sagen, dass der Freistöße früher konnte, der ist drin. Let's go. Ey, meine Kamera hat nicht umgeschwenkt, ne? Ohne Spaß. Seit wann gibt es denn doppelte Bestrafung? Ja, seit 1984. Perfekt, machen wir weiter. Let's go, Jungs. Wichtig. Ich hab's gesehen, oh mein Gott, ich hab den Falschen anvisiert bekommen, man hat's direkt gesehen, Mann. Ich geh nur auf diesen Block, es ist... Und das war zu stark von uns. Ich hab ihn wieder gesehen, ich hab ihn wieder laufen gesehen und ich hab ihn nicht bekommen. Schade, Jungs, müssen wir weitermachen. Ein Bronzetorwart, was ein Ball, was ein Ball! Digga, hör auf, das war nicht dein Bronzekeeper, das war... Bronzetorwart mit dem schwachen Fuß. Das geht doch gar nicht, das geht Traumball, Traumball. Nachwuchsspieler, hier. Taktiker, der Nachwuchsspieler macht das da überragend auf dem Platz. Und da geht er jetzt auf. Mit dem Koffer! Ey, also jetzt mal ganz kurz. Das ist ein Bronzekeeper, das ist ungelogen jetzt wirklich, ich übertreibe nicht. Das ist der beste Spieler auf dem Spielfeld, das ist der Wahnsinn. Ey, was, wie hat denn der den Kopfball an die Latte gebracht? Wie geht's sowas? Ey, Junge, meine kriege ich mal einen Pass in über den Meter. Meine sinnlos, Güte, wirklich, sinnlos. Abseits. Meine ja, oder auch kein Abseits. Let's go, da ging die untere Pfeiltaste zu langsam runter, Tobi, sag ich dir ganz ehrlich. Schade. Nein. Müller. Oder wer es ist? Keine Ahnung, wer ist denn das? Wer ist denn das? Guck mal. Okay, let's go. Oh, Jungs, wichtig. Oh mein Gott.
das war der schönste Pass, darf ich dir mal loben, das muss mit dem Tor gekrönt werden, alles gut, also das gönne ich dir jetzt, also der Pass war ganz krank, ohne Spaß jetzt, der war ganz, ganz krank. Ja, ist das Lucky Man 4-4 und was ein Game, Michael, Areola ist der schlechteste Torwart aller Zeiten. Weitermachen. Pischst du doch, Jungs. Also das mit der Abseitsfalle, Poki, das ist... Obwohl, du hast da hinten drei Leute nur draußen. Was lasse ich mir eigentlich nicht so feiern, wenn du eine rote Karte hast? Ja, natürlich. Sonst ist komplett vorbei. Ich musste gerade kurz realisieren, dass du da hinten einer weniger bist. Ich wollte mich trotzdem mal kurz feiern lassen. Das ist alles gut. Also Bruder Areola, der macht eine richtig gute Rolle. Der hat ja nicht mal gezuckt. Was war das denn? Und da geht noch was. Achso, ist schon zu Ende. Oh mein Gott, wir hatten deine Passkarte gespielt. Ich wollte mich schon beschweren. Jungs, wir haben gewonnen. Ist das schön? Ist das ein Traum? Es ist ein Traum, Jungs. Es ist wirklich ein Traum. Ich muss mich kurz mal kneifen. Herrlich, okay. Ansu Fati, 3 Tore hat er aber trotzdem gemacht. Der war mega stark, muss ich mal sagen. Der war echt gut. GG auf jeden Fall, Togi. GG. Plus eine rote. Also hier ein Discard. Plus 1 ist sind 2 Discards. Nummer 1, Nummer 2. Ne? Wir gehen hier rein und dann auf Trocken hauen wir dir 2 Dinger weg. Let's go. Let's go. 2 Picks haben wir, ne? Das heißt, welche Formation hast du denn gehabt? 4-2-2-2-2-2-2. Okay, warte mal, da nehme ich, Jungs, da bietet sich eigentlich so ein Pärchen an. Ne? Ich überlege gerade, soll ich den Torhüter machen, ob wir es oder nicht, ich weiß es nicht. Also ich würde den Torhüter überlegen, aber mach ich nicht. Okay, ich nehme irgendein Pärchen von, ich nehme mal die beiden Stürmer, oder? Machen wir klassisch? Ja, keine Ahnung, ich nehme mal die beiden Stürmer. Also es gab 3 Pärchen, wenn du das so meinst, sogar es gab mehrere. IV wäre Laporte Götze gewesen, das hätte am meisten geschmerzt. ZDMs wären die beiden Bronze gewesen, die hätten gar nicht gespielt. Oh Junge, Hilfe! Und die beiden Stürmer sind Ballack einmal und Malen. Ist okay, würde ich sagen, oder? Ja. So, Freunde, also ich gebe den jetzt hier einfach mal in diesem 85er SPC hier ab. Ballack und Malen, einmal beide weg. Ja, schade, ne? Schade, aber weißt du was, das Video, ich fand's super. Also Gameplay war wirklich wieder eine Klasse für sich. Ja, also es ist immer so, ich weiß nicht, also sind Sachen wieder passiert. Man weiß nicht, Jungs, ob das real ist, ob es nicht real ist. Auf jeden Fall, falls euch das Ganze hier gefallen, lasst einen Daumen nach oben natürlich sehr, sehr gerne da. Lasst ein Auge natürlich da, den Poki unten abchecken. Ja, ich hab's schon gesagt, ich weiß gar nicht, ich hab's beim Intro, glaube ich, vergessen. Auf jeden Fall, Poki immer drunter von uns, ja, ganz komisch. Und, weil du heute der Gast bist, weißt du was, hast du sogar mal die letzten Worte. Ja, Freunde, hat mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Lasst Support da hier für den Max. Passt auf euch auf, bleibt gesund, haut rein. Ciao, ciao.